Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks und heute mal wieder mit dem guten deutschen Stahl. Und zwar der Lord Locus hat uns den E50M beschert und er fährt nicht allein. Nein, er hat hier drüben auch noch einen wunderschönen Centurion Action X dabei, also zwei Medium-Panzer der Stufe 10. Und seht euch das Matchmaking an, das ist doch traumhaft. Beide Top-Tier. Besser geht's natürlich nicht, also in dem Fall beide Tier 10, dann gibt es zwei Tier 9 Panzer und dann nur noch 8er, also, naja, wie gesagt, wie soll es denn schöner sein als so? Der Lord Locus hat mir ein spannendes Replay versprochen, beziehungsweise ein aggressives, und ich mag es allgemein gerne, sage ich es mal so, wenn die Panzer eher offensiv und nicht defensiv gefahren werden. Und hier sieht man ja schon mal, dass er hier direkt Gas gibt. Jetzt schaut er, ob es da was zu spotten gibt, aber er findet hier jetzt keinen Abnehmer. Das Objekt links von ihm auch schon weiter vorne, und da ist jetzt der erste Centurion offen. Er geht direkt auf, fahrt hier also jetzt ein wenig weiter, um da nicht so in der Mitte zu stehen, weil Arti, hat man gerade hinter ihm gehört, hat hier, ich weiß nicht, ob es die Arti war, auf jeden Fall sein Centurion wurde schon ordentlich getroffen. Hier jetzt der T-54 Mod 1, der 8er Premium, hat ihm eine gegeben, aber er gab gleich eine zurück. Und 200 gefangen, 360 zurück, das ist okay. Da unten jetzt eine ISO. Kommt da schön auf die Seite, macht einen ordentlichen Schaden. Und der Centurion fährt hier rein wie ein Berserker auf zwei Leute. Der erste wird rausgenommen. T-54 hat jetzt Gott sei Dank ein bisschen mehr Panzer gegen sich. Der Centurion konnte also jetzt hier weg. Wurde rausgenommen, und da oben der T-54-1 jetzt auch noch in der Nähe. Also, oh, da war der Centurion optimistisch, würde ich mal sagen. So. T-54 gekettet. Centurion, nicht, dass er jetzt mit seiner P-Pool da irgendwie zurücksteckt. Nein, nein, der hält noch weiter drauf. Kriegt sogar nochmal eine Schelle. Jetzt hat er nur 109 HP. Ja, mal schauen, wie lange er das denn in der Form durchhält. Aber schon 2200 Schaden durch ihn hier gemacht. In einer schnellen Manier. Und der Leo kriegt auch direkt einen. Man muss sagen, der Reload und der Alpha ist sehr schön von dieser Medium-Kanone. Und nochmal 440. Der Durchschlag 270 mit normal, 330 mit Premium-Munition. Und sie drücken hier gigantisch die Seite. Der Gegner drüben, da ist eher alles statisch, aber sie haben hier wahnsinnsmäßiges Tempo vorgelegt. So, da hinten der AMX 5000 noch. Ja, Auto-Aim auf die Distanz ist optimistisch. Oh, die Badget nimmt den T-54 hier raus. Jetzt ein T-28, der ihn hier trifft, ohne dass er aufgeht. Er muss jetzt hier Gas geben, weil rechter Hand auch noch der Rheinmetall. Aber der hat ihn jetzt Gott sei Dank da eher ignoriert. Der Centurion kommt jetzt hier auch noch gleich rum. Mal schauen, ob der nicht gleich Auto-Aim auf den Rheinmetall, und weg macht er ihn. Schönes Nutzen hier von dem Auto-Aim. Kurz vor die Kanone arbeiten lassen, nicht viel Aim in Rheinmetall, hat keine große Panzerung, kann also höchstens mal auf die Kette doof laufen. Alles richtig gemacht. So, der 50-100 jetzt hier vorne. Entblößt hier praktisch seinen Helm. Ja, und da IS-7 jetzt auch noch den raus. Da hinten die Arti offen. Arti kommt gerade so ums Eck. Da ist der T-28, der vorher schon blind getroffen hat. Oh, der trifft. Und er schießt ihn hier auf die Kanone. Jetzt muss er Gas geben, weil ein Fernduell sollte er sich mit dem nicht geben. Der Centurion mit so 109 HP. Der scheißt sich nix. Sehr sympathisch. T28 bekommt jetzt von der Seite und ist dann da weg. Jetzt hat der Centurion, hat man schön gesehen, an dem HP-Verlust mit HE geschossen. Hat aber an der Badger so gut wie kaum Schaden gemacht. Badget-Artig kommt jetzt rum, beziehungsweise wird vom Centurion rausgenommen. Der Centurion jetzt auch vom IS-7. Und jetzt hat er den Schuss. Allerdings auch nur noch 590 HP mittlerweile. Also auch nicht mehr allzu viel. Einen Hit kann er sich erlauben vom IS-7. Aber das war's auch schon.
So, jetzt fährt der gegnerische oder der andere ES-Team aus seinem Team drauf auf den gegnerischen. Er kann also ihm hier in die Seite schießen. Und jetzt umkreist er ihn hier sogar ein bisschen. Aber wer lädt zuerst nach? Er lädt zuerst nach. Nimmt den ES-7 raus. 5194 Schaden schon erledigt. Und da hinten sind noch zwei Gegner. Drei Kills hat er aktuell auf der Uhr. Mal schauen, ob er noch einen bekommt. Der E3 ist da gar nicht so weit weg. Den müsst ihr gleich sehen, sobald er da um die Ecke kommt. Da ist er auch schon. Kommt ihn hinten super auf den Deckel drauf. Erster Hit. So, jetzt kriegt er von der Seite vom Chariot hier Auto-Aim. Nimmt ihn raus und fahrt jetzt auch noch auf den IS-3 drauf. Den könnte sogar noch bekommen. Schnelles Auto-Aim über die Kuppe. Und er zündet ihn an. Perfekt. Kriegt sogar jetzt hier noch den Hit vom IS-7. Aber das Anzünden war wichtig, weil mit einem Schuss wäre er sonst nicht weg gewesen. Konnte sich so also den Kill sichern. 6109 Schaden. Und sogar noch überlegt, dass sein IS-7 ihm hier in den Hintern geschossen hat mit 526. Ja, besser kann man es nicht machen. Super schönes, schnelles Gefecht. Innerhalb von knapp über 5 Minuten 6000 Schaden zu machen. Und das mit einem mittleren Panzer. Aller Ehren wert. Ja, ich hoffe, euch hat es ähnlich gut gefallen wie mir und nach wie vor sage ich, deutscher Stahl rockt. Vielen Dank fürs nächste Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.